Und damit, holla die Waldfee, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, man hat die Webcam jetzt nicht gesehen, weil ich das Bild noch hatte. Ich bin professionell unterwegs, einfach, das ist die Härte. Ich kann einfach, kannst einfach sagen, was du willst. So, unsere nächste Aufgabe heißt es, wir gucken auf die Map. Kann man eigentlich die Map irgendwie... herauszoomen könnte ich. Weiter geht aber auch nicht. Das ist auch eine geile Konstruktion. Ist nicht so, wenn diese Kanone losfeuert, dass der ganze Turm wahrscheinlich zusammenbricht. Nee. Der hält das aus. Sieht robust aus. Genau. Wir haben noch eine Höhle, wie ich sehe, die wir meistern können. Bevor es... Wahrscheinlich, ich nehme an, dass die letzte Höhle, die da ist, ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir mittlerweile auch schon eine Hauptquest abgeschlossen. Ich kann es jetzt sogar nicht sagen, was jetzt die Hauptquest war und was nicht. Ich weiß nur, dass da drüben eine Quest noch ist. Die holen wir uns jetzt so. Achso, ich muss hier runter. Okay. Die holen wir uns jetzt so und dann... das Esterianer-Refugium. Fehlender Zusatzschlüssel. Level 18 bis 20. Dann wollen wir noch mal schauen, ob wir vielleicht irgendwas Cooles Neues gefunden haben. Ich überlege. Ich glaube, es ist besser, wenn wir das mit dem Harassen machen. Deswegen gebe ich mir mal mehr Leben. Gefundene Goldmenge, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Das müssen wir behalten, den Diener, weil der Diener macht ja momentan den Schaden. Und wir harassen einfach nur mit den Feuerbällen oder so aus der, Zukunft, wollte ich gerade sagen. Wir sind Feuerbällen aus der Zukunft. Prozentige Chance. Okay. Ich glaube, ich packe mir die mal als Zweitpistole ein. Und hau da... Nee, Moment. Was haben wir hier? Rüstung um 4 verbessert. Wir schlägen einfach mal an. Das sind so diese speziellen Gutsteine, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Plus 5%, ach, das hat man ja schon. Gesundheitswiederherstellung pro Sekunde. Klingt auch geil, aber dann doch nicht. Was ist das denn? Mehr Erfahrung. Mehr Erfahrung. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, 20.000 kriegen würden, wird man dann 20.200 kriegen. Ist schon nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Bei 1.000 kriegst du dann 10 mehr Erfahrung. Ne, 20 mehr Erfahrung. Sind nur 2%, gell, ja. Wo war das gerade? What the fuck? Niedriges Angriffstempo. 30 zurückstoßen, 60 zurückstoßen. Auch nicht schlecht. Was ist das? Einzigartiges Sockelbar. Rüstung Schmuckstück. Erhöht jeden alle Schaden um 4%. Ach so, das ist... Ach so. Da kann ich eh nicht erlegen. Gut, dann war's das und wir gehen da jetzt rein. Das wird jetzt hart, zeige ich euch gleich. Das wird jetzt nicht zum Vergleich zu dem, was wir gerade gehabt haben. Das ist nämlich nochmal 2 Level höher als das von gerade. Truhe.
Wow, 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 wow. Ja. So viel dazu. Ich hätte gern... What the fuck? Was ist das? Krogodor. Geh da durch, geh da durch. Oh mein Gott, geh da durch. Alter! Ich habe wenig Mana. Ich habe nicht genug Mana. Krogodor, what the fuck? Nein! Ich bin verwundet. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich teste mal kurz 7. 7 gibt ja glaube ich alles dazu. Alter! What the fuck? Wo bin ich hier? Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Was ist das denn? Das ist eine Bombe. Okay. Bitte bleiben, wo ihr seid. Ohne... Ich bräuchte jetzt echt Heiltränke. Achso, wir haben noch die Geister. Da sind die Dinger hier eigentlich ganz cool. Da können wir mich zu Fledermäusen stehen. Wow. Stirb. Die Fledermäuse sind geil. Kann man nicht anders sagen! Okay. Was? Okay, wir spawnen uns mal ganz kurz in der Stadt wieder aus dem einfachen Grund. Ich möchte mir kurz Heiltränke kaufen. Alter! Braucht ihr etwas? Ja. Hätte gern 10 davon. Und dann... Ja, super. Hätte ich gern... Den ganzen Klumpatsch, den wir gerade... Nein, den nicht, den nicht. Dann hätte ich gern den ganzen Klumpatsch verkauft. Ich weiß, ich habe jetzt die Waffe mit dem Dings verkauft, aber ist mir jetzt auch egal gerade. Die beide ich auch mal. Okay. Dann rüsten wir unsere neue Waffe auf. Ist das die? Das Glück ist auf eurer Seite. Okay, dann wollen wir mal gucken, was wir hier bekommen. Haben wir auch schon verzaubert? Das haben wir jetzt hier echt bekommen. Hier ist jetzt Bonus auf kritischen bis 10%. Goll. Das Glück ist mit euch. Rüstung gegen Körperschaden kann man auch immer gebrauchen. Da ist nichts. Das Glück ist auf eurer Seite. Gesundheit 35, auch nicht schlecht. Ihr habt Glück. Rüstung gegen Körperschaden wieder, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier könnte man verzaubern, kostet aber zu viel momentan. Auch der kostet noch ein bisschen zu viel. Huch. Wie sieht's bei dem aus? Der kostet noch mehr. Alter. Der geht. Das Glück ist auf eurer Seite. Elektrizitätsschaden, glaube ich. Habe ich jetzt so genau gar nicht gelesen. Gehen wir zurück zum Raureifhügel und machen den ganzen Mist nochmal. Ich glaube, wir haben sehr wenig Geld nur. Ich glaube, normale Spieler haben mehr Geld. Ich glaube, ich bin sehr verschwenderisch, was das Geld angeht. Wir müssen da hoch. Zum Esterianer Refugium.
Und dann gehen wir da nochmal rein. Diese Viecher, Alter. Vor allen Dingen am Anfang gleich das Vieh. Hier sind auch überall so komische... Was die halt auch haben, so. Stepp bitte. Dann nimm dir doch Mana, Junge. Okay, großer Heilrang. Ja, komm du doch auch hier. Und kommen da ein paar von unseren Leuten raus. Ne, da kommen keine Fledermäuse raus. Warum sollte... What the fuck? Hallo, einige von unseren Leuten sollten da mal rauskommen. Ich bräuchte echt Hilfe. Alter, stirb! Das ist toll! Ich kann hier keine ordentliche Kommunikation machen, weil ich einfach nur durch und durch am Wegrennen und Schreien und bin. Ja, vor allem Kommunikation, ich meine eigentlich, ja, Kommunikation auch, ich meine eigentlich Webcam. So meine die Webcam gucken, so, hey, guck mal hier, das bin ich. Interessiert kein! Rage Mode! Okay. Nebenbei die Ohren noch mal machen, damit ich... Ich zeig die Leute einfach, was ich kann. Deswegen mache ich, während ich hier kämpfe, die Ohren gleichzeitig mal weg. Da denken sich die Leute dann so, oh, der hat ja voll Skill und so. Boah, wow, ist schon wieder so einer. Ich brauche mehr Mana. Hilfe, ich will das Menü der Katze nicht haben. Ja, ja, komm, stirb. Ja. Leute wie dich verschlinge ich zum Frühstück. Die machen mir auch immer so. Also früh zum Frühstück ist bei mir immer eine große Portion grünes Ding. Seht ihr das? Ich guck mal ganz kurz nicht auf die Karte und bin tot. Da wollte ich gerade angeben, bei mir zum Frühstück gibt es immer so eine große Portion lilanes Ding, was Sterne schießt, aber... Ja, dann hat es mich jetzt halt doch erwischt. Das Ding leuchtet sogar noch. Lalalala, ich will nicht den Bossgegner hier sehen. Echt nicht, möchte ich nicht. So, da haben wir jetzt wieder ein paar Fledermäuse, haben wir jetzt eine ganze Weile nicht mehr. Nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana. So, hätten wir das auch geklärt. Und so hat sich wieder so eine komische Essenz versammelt, was auch immer das werden soll. Ich habe nicht genug. Die machen übel, also unser Wegschießen macht übel Schaden. Aber halt irgendwie ist das ziemlich sinn... Oh. Ich brauche mehr Mana. Woo, tot. Ist halt nur ziemlich sinnlos gegen Bosse, die sich nicht wegschieben lassen. Aber sonst ist es echt eine geile Lösung. Hier so da rein. Was ist das denn schon wieder? Euer Begleiter ist gefüllt. Ich konnte nicht mal anklicken, so viele Viecher standen da. Aber ich glaube, es war ein Bossgegner. Ich bin jetzt... Obwohl, der Bossgegner... What? Da ist wieder ein... Nemesis... Irgendwas.
Alter. Okay, okay, okay. Hier ist eine Urne, die haben wir übersehen. Hier war sonst... Nee, komm mal her. Okay. Das würde ich... Also das ist auf jeden Fall eine würdige Boss-Stage. Muss ich mal sagen. Ich finde sie nicht unfair. Ich finde sie gut... Ich finde das hier sehr gut ausgeglichen mit den Boss-Stage... mit den Stages. Für mein Level. Oh nein. Na. Ich wollte sagen, ich finde das hier ziemlich ausgeglichen mit den Boss-Stages. Nee, was allgemein mit den ganzen Höhlen und so. Weil ich habe halt den mittleren Rang. Das heißt, es ist auch nicht ganz so einfach. Du stirbst ab und zu, stand in der Rangbeschreibung ja drinne. Und es trifft wirklich zu. Wir sterben vielleicht ein bisschen häufig. Liegt aber andererseits daran, man muss natürlich sagen, wenn man jetzt blade, dann ist der Konzentrationsfaktor hier hinten, da war ich zum Beispiel gar nicht. Dann ist der Konzentrationsfaktor natürlich ein bisschen geringer, weil ich nebenbei noch in die Webcam gucke, da achte ich nicht auf den Bildschirm. Dann labere ich noch mit euch, da achte ich nicht auf das, was da passiert. Und lauter so ein Spaß. Ist schon gut gemacht. Wir haben wieder eine blaue Rolle erhalten. Ich setze mit einfach mal, wisst ihr was, ich setze mit 0. So. Einfach, damit ich von hier, damit ich nicht die ganze Zeit zurückgehen muss. Stirb! Stirb! Okay. Meine Katze hat hier oben alles gemacht, das ist kein Ding. Die macht das. One-Shot-Mieze macht das. One-Shot-Mieze. Ich will natürlich auch alles mitnehmen hier, also hier ist auch nichts mit... Ich gehe hier nur einen Weg und lasse die auf den anderen Weg zurück. Ich will ja die Level haben. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Boah, Alter. Immer noch 10 Heiltränke. Ich will ja auch leveln und dafür müssen wir halt auch ganz einfach alles mitnehmen. Und ich kann 2 Attributspunkte verteilen, sehe ich gerade. Sollte ich vielleicht machen. 16%ige Chance auf Schattenverbündete rufen. Ich mache erstmal, dass die länger leben. Und dann kann ich nachher darauf, dass die, dann kann ich nachher die Chance erhöhen. 16% ist immer noch nicht schlecht. Das ist jede 6. oder 7. müsste da einer anstehen. Okay, hier geht es erstmal nicht weiter. Ich gucke, also da geht schon weiter, aber... Okay. So, da ist für mich schon einer. Wow, what the fuck? Du brauchst das bei Leben, Junge. Das ist mir aufgefallen. Stirb, Alter. Ich brauche mehr Mana. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Lass mich in Ruhe. Ich will dir doch nichts tun. Lass mich einfach in Ruhe. Ich brauche mehr Mana. Stachelwerfer heißen die Dinger. Lass mal schultern irgendwas, keine Ahnung. Geldbüchse. Bitte du noch mal schauen. Ah, nicht so eine. Hässliche Imitatoren. Imitatoren gibt's aber auch in vielen Spielen, ne? Ich habe jetzt auch schon 3 oder 4 Spiele gespielt, da gab es solche Imitatorkisten. Auf dem Handy so. Stirb, 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 stirb. Wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana.
Boah, guck dir mal die Anzahl an Fledermäusen, die wir hier haben, Mann. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, dann machen wir hier noch kurz Platz. Euer Begleiter ist geflohen. Sieht man? Man sieht, dass der Begleiter geflohen. Oh, da ist ja noch einer. Nein! Tot. Euer Begleiter ist geflohen. Seid. Alter. Heilige Kronis. So, dann würde ich sagen, wir begeben uns erstmal ganz kurz hierher und ich glaube, da muss ich die Aufnahme auch wieder abbrechen, weil, nicht abbrechen, sondern die Folge beenden, weil die 15 Minuten sind schon wieder erreicht und da sehen wir haben eine ganze Menge Zeug bekommen. Das mache ich, glaube ich, in der Aufnahmepause mal, damit ihr nicht die ganze Zeit sehen müsst, wie wir uns ausrüsten und bis gleich. Bis morgen.